Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914 in unserem kleinen, schönen Grönland. Wie ihr seht, wir haben den Krieg gegen Nordkanada begonnen. Ausbautechnisch ist momentan ja noch einiges am Laufen, ne? Besonders die Artillerie, Fabriken, Häfen etc. Dauert halt alles noch ein bisschen, bis das fertig ist. Wir haben auch noch mal ein paar Rohstoffe nachgekauft, einfach um dann nachher hier hinten in Nordkanada auch ausbauen zu können. Deswegen sind wir auch relativ pleite, was aber im Moment nicht weiter störend ist. Jetzt ist erstmal die Eroberung von Port Hobsonson interessant und dann mal gucken, wie Nordkanada hier Truppen verschiebt und was dann weiter passiert. Gucken wir mal auf den Rest der Welt. Norwegen zieht weiter Truppen zusammen, um gegen Polen Krieg führen zu können. Nordrussland ist noch in Permkratz beschäftigt. Arabien hat angefangen, Russland anzugreifen, hat jetzt Don Kosak eingenommen. Rumänien ist beschäftigt, in Teilen mit dem Kaukasus und in Teilen mit der Ukraine. Österreich-Ungarn hat angefangen, Polen anzugreifen. Der Italiener ist inaktiv geworden. Naja gut, nach den Verlusten gegen Spanien und nichts vorhandenem mehr, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Griechenland macht momentan gar nichts weiter. Ägypten ist auch immer noch ruhig. Marokko hat jetzt das erste Gebiet erobert in Westlibyen und Westalgerien hat jetzt ebenfalls ein Gebiet erobert, und zwar oben in Tunis. Interessant ist halt immer noch, dass dieses kleine Stückchen Ostalgerien, dass das entweder, ja, ich weiß nicht, was das für einen Zweck hat, das muss man echt noch verfolgen, keine Ahnung. Unser Freund in den USA. Ah, ja. Also wie man sieht, ist südliche USA mächtig auf dem Vormarsch und die zentrale USA ist immer mehr am Verlieren. Ja, den Provinzen geht es auch allen nicht mehr so gut. Also da dürfte es die nächste Zeit auch noch ein paar Revolten geben, dass dann da das eine oder andere nochmal über den Jordan geht. Ich denke mal, dass dieser Spieler auch demnächst weg sein wird. Ja, wir wissen ja, dass er extreme Verluste gegen Neufundland hatte. So, hier oben ist erstmal unser Krieg gegen Nordkanada. Wir haben bisher noch keine Einheiten verloren. Arabien, Russland spielen miteinander. Hier ist der Krieg gegen den Kaukasus von Rumänien. Österreich, Polen. Noch keine Aktivitäten. Westlibyen, Marokko. Also Westlibyen hat jetzt viel verloren. 43 zu 13 Einheiten, das ist eine ganze Menge. Dürfte dann also zwischen den beiden auch demnächst aufgeteilt werden. Und dann haben wir hier südliche USA, zentrale USA. Und auch gegen die südliche USA hat die zentrale USA schon wieder extremst viele Einheiten verloren. Dürfte also nicht viel sein. Der Spielleiter hat den Italiener rausgeschmissen. Okay, Rumänien, Ukraine, 112,96. Nordrussland, Premkatsch, 14,36. Und so läuft das momentan. Ja, hier ist der Staatsstreich. Italiener ist rausgeflogen. Ist natürlich für dieses Großbündnis, was hier hinten herrscht, ja, ich will jetzt nicht sagen Verlust. Dafür sind die anderen zu stark, aber für uns selber ist es natürlich vorteilhaft, weil natürlich ein Bündnispartner weg ist. Das ist immer positiv, das ist immer gut, denn früher oder später müssen wir uns ja gegen den ganzen Trupp hier hinten noch in irgendeiner Form verteidigen, beziehungsweise die erobern. Das Ding ist auch, wenn Arabien, Rumänien, Österreich jetzt in diese Richtung weiter marschieren hier, Richtung Russland, Polen, Litauen, ist unser Verbündeter Nordrussland irgendwann eingeschlossen und muss sich dieser großen Macht stellen. Das könnte ganz schön schwierig werden. Also da werden wir mal eventuell auch noch ein paar Truppen mit rüber schicken müssen. Irgendwie oder zumindest selber in Europa einfallen. Also da, ja, schwierig. Muss man gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Ich weiß auch noch nicht, was das wird und wohin das geht. Warten wir es mal ab. Und ich würde sagen, bis dahin, tschüss und bye bye.